ich habe gerade die Aufnahme gestartet. Und direkt läuft hier schon wieder das Alien rum. Das habe ich in der letzten Folge doch erst komplett auseinandergenommen. Ach, naja, willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Alien Isolation. In der letzten Folge haben wir es durch die Krankenstation geschafft und haben diese Zugangskarte bekommen, mit der wir jetzt hoffentlich Medizin bekommen, mit der wir Taylor retten können. Hier ist die, glaube ich, noch Taylor. Ich kann ihren Namen immer nicht merken. So, ich sammle meine Sachen und dann können wir los. Ja. Nächstes Mal, wenn du irgendwie so einen Blödsinn machst, dann gibt's aber Ärger von mir. Dann ist er letztes Mal einfach alleine gelassen und uns in die Krankenstation geschickt, wo das... Okay. Dann hat er seine gerechte Strafe bekommen. Nehmen Sie den Aufzug. War das hier der Aufzug? Ja. Nichts hier weg. Schlüsselkarte? Das ist die, die wir letztes Mal besorgt haben. Hallo? Achso, ich muss noch einen Knopf drücken. Und mit der sollten wir jetzt hier runterkommen, zur Krankenstation. Und dann hoffentlich endlich an die Medizin rankommen. Gut, finden Sie ein Medikit. Ich habe doch noch 3 Stück dabei. Einfach die nehmen können. Oh, na gut. Ich hoffe, hier schwer laufen. Ihr Revolver, so. Egal, speichern wir einmal, auch wenn wir noch nicht viel geschafft haben. Und dann gucken wir uns hier mal ein bisschen um. Ich hoffe einfach, hier ist alles mal entspannt. Ich sehe hier schon zum Schrank zu verstecken und alles voller Leichen. Kein allzu gutes Zeichen. Was haben wir hier? Tür verschlossen. Und noch ein bisschen Sprengkapseln. Der Rest ist aber auch schon wieder voll. Sieht auch ziemlich zu aus. Das haben wir hier Elektroschocker. Oha. Das klingt nicht schlecht. Elektroschocker eingesammelt. Wählen Sie ihn im Menürad aus. Frage, was der bringt. Braucht er Batterien? Nutze ich den dann? Ah, okay. Ja, könnte stark sein. Vielleicht sogar gegen diese Roboter. Ich könnte mir irgendwie einen Kurzschluss geben oder so. Aber ich glaube, ich fühle mich erstmal sicherer mit einem Revolver. Gut, was haben wir hier? Mein Informationsterminal. Selbst irgendwelche Hinweise auf ein Medikit gibt. Wichtige Marshall-Untersuchung. Frank, ich muss mit dir reden. Ich habe hier eine Leiche, die zum Marshall-Fall gehört. Weiblich, Ende 30, Brustwunde. Ich habe keine Ahnung, wie lange Marshall Wade sie da oben behalten will, aber es ist eine ziemlich heikle Situation. Ich werde ihre Diskretion benötigen und ich werde auch ihr Vertrauen in diese Angelegenheit brauchen. Kommen Sie in mein Büro. Lingard, der medizinische Offizier. Dann haben wir hier noch Umweltkontrolle. Frank, Ihre Bedenken bezüglich der Schließung von San Cristobal wurde notiert. Ich versichere Ihnen jedoch, dass die Evakuierung 100% nötig und nur vorübergehend ist. Meine Priorität ist das Wohlergehen der Lebenden. Sie scheinen sich mehr um die Toten zu kümmern. Wenn Sie sich um die Energieschwankungen, die Temperaturen in der Leichenhalle und den Zustand der Leichen sorgen, passen Sie das Kühlmittelsystem an. Verschwinden Sie einfach so schnell wie möglich. Lingard. Okay, nichts Interessantes eigentlich. Bei Game können wir nichts. Audio haben wir auch keine. Hier können wir Kühlsystem aktivieren. Und da steht Warnung, Wasserstoffzylinder nicht gefunden. Okay, du kannst also nicht aktivieren. Gut, dann müsste es... Oh, okay. Hier einmal reinschieben. Und hier auch. Ne, hier ist noch gesperrt. Hier können wir aktivieren. Hier können wir aktivieren. Und... Hier irgendwelche Geräusche schon wieder. Reicht das oder brauchen wir jetzt noch irgendwie einen Kanister, den wir finden müssen? Mal sehen. Zubehör. Geht nix. Okay. Dann suchen wir erstmal ein bisschen weiter. Hier hätten wir einen Tunnel zum Klettern. Brauchen wir aber Strom für. Stimmt, wir haben schon lange keinen Generator mehr gesehen. Mal sehen, Coil Chamber 2. Ist offen. Mal sehen, haben wir hier noch ein bisschen Blut in den Leichen? Scheint mir aber nicht so. Ah, hier ist sie ja, perfekt. Der ist aber nicht an einem Alien gestorben. Das sieht mir nach einem Kopfschuss aus. Eieiei.
Alle tot hier. Zu holen gibt's hier, glaube ich, auch nichts mehr. Dann gehen wir mal rüber. So, dann können wir hier die Kapsel einsetzen. Ja. Den habe ich jetzt nicht kommen sehen. Ich hasse dieses Vieh, hab ich schon mal gesagt. Egal, wir haben keinen großen Fortschritt verloren. Wo kam es auf einmal her? Okay, wo hätten wir uns jetzt verstecken können, ist die Frage. Leer, na toll. Hier kommen wir nicht rein, Strom fehlt. Hier ist wahrscheinlich rausgekommen, oder? Oder sollten wir nicht sprinten? Ja, schnappen wir uns mal den Elektroschocker. Na komm. Gehen wir hier rein, hauen einmal die ganzen Dinger da ran. Ach, geht gar nicht. Ich muss erstmal lesen. Okay. Dann machen wir das. Hör ich hinter mir? Ich hoffe mal nicht. Komm zurück. Doch, ich höre es hinter mir. Hier ist nichts zu verstecken, oder? Doch, da hinten wäre ein Schrank gewesen. Ich bin genau in die falsche Richtung gelaufen. Es ist da, 26 Meter. Bitte komm einfach nicht rein. Aber wenn es kommt, können wir mal den Elektroschocker ausprobieren. Ich glaube, es ist durchgezogen. Wir wechseln mal die Seite. Wir müssen nur vor noch verstecken. Okay, hier haben wir noch eine Ladungskapsel für den Elektroschocker. Können wir hier schon mal die Kühlsachen reinpacken. So. Da gehen wir jetzt da drüber. Aber vorsichtig. Irgendwo hier ist das blöde Vieh. So, mal sehen. Stand hier irgendwo rum. Und mehr gab es hier auch nicht, also können wir direkt wieder raus. Diesmal gehen wir um die Ecke und verstecken uns direkt im Schrank. Ich hör's. Ich bin tot, oder? Oh mein Gott. Rechte Maus, das ist ein S. Ich hab's gelernt. Bitte geh einfach weg. Oh, so knapp. Wie weit weg ist es? Nicht so weit. Ich glaube, wir warten kurz, bis es in den Lüftungsschacht verschwindet. Ja, da geht's. Dann. Komm, mach einen Abgang. Das läuft immer noch rum. Okay, jetzt sind wir, glaube ich, sicher. Irgendwo weg ist es. Was ein Mistvieh. So, rein damit. Jetzt geht die Tür da auf, ne? Oder auch nicht. Doch, jetzt ist sie offen. Nicht schlagen. Bitte, 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 bitte. Alter. Was ist denn so aggressiv? Oh. Das ist blöde Vieh. Okay, ich warte noch mal kurz, bis es verschwunden ist in die Lüftungsschacht. Jo, das klingt gut. Okay, es ist weg. So, nicht sprinten, schön leise. Da wäre ein Versteck. Kommt es wieder? Nee, es haut ab. Okay. Hier gibt es, glaube ich, kein Versteck, oder? Sieht ziemlich leer aus, der Raum. Shit. Aber wir können nochmal auf eine Verkabelungsschacht. Schacht. Schalter zugreifen. Luftreinigung. Ich hör's. Ich mach sie einfach mal aus, keine Ahnung, was es bringt. Ah, Schachzug.
Hat sie gerade überlesen. Samuels, da ist eine Dr. Lingard, leitende medizinische Offizierin. In ihrem Büro sollten Sie herausfinden können, wo hier alles gelagert wird. Funken Cripley, beeilen Sie sich. Hä? Wann habe ich denn ein Funkgerät? Hier, Auslasskarte, die haben wir gerade gekriegt, ne? Ich war wieder ein bisschen abgelenkt, da ich Hintergrundschritte gehört habe. Direkt in den Schrank. Direkt rein, direkt rein. Ist doch so klar, dass es viel kommt. Oh mein Gott. Geh weg bloß, ey. Ah ja, hallo. Dann macht das wieder einen Abgang. Sehr gut. Ich glaube, es ist weg. Speichern wir das mal direkt. Und fahren dann, glaube ich, wieder hoch, oder? Nicht ganz sicher. So, gespeichert. Sehr gut. Gucken wir auf die Karte. Doch, ich denke, wir müssen wieder hoch. Ja, zur Krisenstabilisierung. Keine Ahnung. Ich hoffe mal, das Alien bleibt unten. Aber ich denke mal nicht. Gut, mal auf die Karte gucken. Ne, anscheinend müssen wir doch hier runter. Oder sehe ich das falsch? Ich höre auf jeden Fall schon Schritte. Komme ich rein? Nee. Oh nein. Das müsste wieder ein Lüftungsschacht sein, glaube ich. Das müsste ich ja eigentlich sehen. Auf die Karte gucken. Doch, unser Ziel ist hier. Das heißt, unten ging es doch irgendwo weiter? Hm? Hab ich den Weg übersehen? Alles in die blöden Alien, das macht mich ganz panisch. Gut, gucken wir nochmal runter. So, Kühlkammer waren wir. Ach, hier können wir jetzt vielleicht rein mit dem Strom angestellt, oder? Ah. Den Weg habe ich vergessen. Ich hoffe mal, das Alien ist hier nicht drin. Aber ich bin immer noch der Meinung, das sollte hier niemals reinpassen. Oh mein Gott. Da hast du gerade die Tür aufgemacht. Ich klettere einfach mal. Wenn es unten ist, gehen wir nach oben. Alter, das ist eine lange Leiter. Komm hoch hier. Na super. Wir müssen irgendwo reinspringen, aber man kann nichts erkennen. Das Ding könnte direkt unten stehen. 40 Meter, 50 Meter. Ich glaube, es steht auch direkt unten. Ich weiß ja nicht, wie es unten aussieht, ob es irgendwo ein Versteck gibt. 20. Komm. Da haben wir Versteck, notfalls. Hier auch, sieht alles zu aus auch. Und da scheint es einen Eingang zu geben. Ich höre nichts. Ich höre doch was. 70 Meter noch da. Es kommt ein bisschen dichter. Sagt die Karte, komplett unaufgedeckt. Oh, da steht es. Okay. Sicherheitshalber schon mal in den Schrank rein. Bis es weg ist.
da geht es. So, sehr gut, let's go. Wieso ist es auch immer hier, dieses nervige Vieh? Lass ich mal woanders hingehen. Hä? Suchen, vielleicht hat er was? Ne. Nichts Brauchbares. Okay, wir gucken erstmal hier die Karte an. Müssen erkunden. Oh, perfekt. Das brauchen wir. Kartentisch. Erstmal sehen. Wir haben hier einen Rundgang. Zwei Räume. Und da kommen wir. Okay. Tür geht zu. Ich hoffe mal, es kommt hier nicht rein. Wir gucken mal aufs Terminal. Privat. Arzneiausgabe ist leer. Nach Stadt Lingard. Bei deren Rückkehr die Patienten auf der Traumastation wurden bestmöglich für den Transport stabilisiert. Bevor Waits hier alles abriegelt. Ich gehe nach oben zur Psychiatrie und sehe zu, dass keiner trödelt. Die Arzneiausgabe ist jetzt leer. Jegliche erste Hilfe und Medizinvorräte von San Cristobal sind nun bei Ihnen oder anderswo auf der Station. Ich hoffe, Sie kommen mit guten Nachrichten zurück. Morley. Na super. Das heißt, hier gibt es keine Medikits mehr, oder wie? Mal sehen, freigeben. Totenschein. Todesursache geheim. Aber du gibst nicht Zubehör. Ein Bericht. Was hab ich gemacht, hä? Hier Lingard. Medizinische Offizierin Sevastopol-Station. Ich möchte zu Protokoll geben, dass ich bezüglich des Indexpatienten der Anesidora unter Zwang gestellt wurde. Ransom. Seeksons Einsatzleiter. Er hat gewisse Drohungen gegen meine Karriere und meine Zulassung gemacht. Das will ich dokumentiert haben. Aber Gott steh mir bei. Diese Frau brauchte Hilfe. Ich wusste nicht, was für ein Parasit das war. Aber er hat etwas in ihrem Inneren abgelegt. Es tut mir leid. Mir waren die Folgen nicht bewusst. Wie denn auch? Alter, der hat noch beschissene Audioqualität als ich. Aber anscheinend war das jetzt... Hat er über unsere Mutter geredet? Oder über das Schiff unserer Mutter? Oder vergessen, wie das hieß. Ja, klingt irgendwie so, als wäre das Alien eigentlich ein kleiner Parasit, der irgendwie eingeschleppt worden ist. Ist er hier auf der Station irgendwie rangewachsen oder so? Hab ich gerade gehört? Nee. Okay, mal kurz hier reingucken. Es kommt dichter. Wir gehen mal kurz rein. Ich habe schon länger nicht mehr gesehen. Es ist sicherlich schlechter. 52 Meter. Okay, geht aber weg. Dann gehen wir jetzt rechts rum, wenn es da hinten rumläuft. Da bin ich so übertrieben lang. Oh Gott! Das Alien ist auch da, bitte hier rein. Hat sich nicht gesehen? Nee. Aber es kommt dichter. Mit dem Feuer habe ich jetzt gar nicht gerechnet. Vielleicht steht jetzt wieder irgendwo rum und wartet. Ich mal kurz rausgucken. Die Frage, was Feuer noch da ist. Bitte komm jetzt nicht oben raus. Geh rein, geh rein, geh rein. Ich höre es doch ganz dicht um mich. Was ist das für Geräusche? Nee, es ist 50 Meter weg, hä? Jetzt kommt es dichter. 20, links neben uns irgendwo. Ich glaube, die Tür aufgemacht bei uns. 11 Meter. Oh Gott, das ist direkt hier. S und rechte Maustaste. Ja, wieder ab, du blödes Vieh. 40 Meter. Okay, komm, wir müssen nicht weiterkommen. Soll ich noch eine Schrankfolge werden?
Oh, das sehe ich da gerade. Das ist genau rechts zu mir, oder? Was? Wie ist der noch da gekommen? Mein Gott, dieses Mistvieh. Leck ich nicht, wie ist es denn so schnell nach links gekommen? Das war doch gerade nach rechts neben mir. Wo bin ich? Hier bin ich. Okay, wir sprinten direkt durch. So, rein da. Jetzt kennen wir immer den Weg und wissen auch, dass der zu einem bestimmten Zeitpunkt relativ sicher ist. Hoffe ich. Erstmal hier wieder die ewig lange Leiter hoch. Na komm. So. Hier unten gab es auch direkt einen Schrank. Der geht weg, perfekt. So. Hier gab es nur eine Kiste, glaube ich. Wie dicht ist es? 70 Meter. Kommt langsam dichter. Kommt schnell dichter. Ich kann immer schwer einschätzen, wie weit das ist, aber es müsste jetzt bei der Tür sein. Okay, ich glaube, es hat mich nicht gesehen. Nein, nicht raus. Ach. Okay, man kann das Inventar nicht im Schrank öffnen. Geht das wieder? Ich hoffe mal. Nein. Steht direkt da vorne. Ja. Mann. Rechtsklick. S. Okay. Zack, Krankenversicherung. Ich glaube, jetzt geht es aber wirklich. Raus hier. Wir müssen wahrscheinlich wieder in den Raum rein, wo wir gerade schon waren. Und uns nochmal die Cutscene anhören. Nein, 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 raus, raus! Scheiße. Ich weiß, hier war ich noch nicht. Hier gibt's nichts zu verstecken. Da ist ein Schrank. Mal kurz rein und dann auf den Radar gucken. Ich sehe es nicht. Okay, wir gucken uns einmal hier um. Einfach langsam Stück für Stück die Umgebung erkunden. Können wir uns verstecken? Was ist das hier? Leuchtet irgendwie? Kann ich nichts mitmachen. 30 Meter. Oh Gott. Ich habe angefangen zu springen. Da ist noch ein Schrank mit Loot drin. Ne? Frag, ob wir den brauchen. Ich meine, wir können sowieso fast nichts tragen. Das hält jetzt wieder hier 20 Meter neben mir an. Müsste eigentlich direkt da vorne an der Tür stehen, wo wir gerade reingekommen sind. Ja. Hinten lehnen. Rechtsklick. Wieder rechtsklicken. Ich glaube, es geht. Ja. Gut, ich ignoriere den grünen Schrank hinten. Ich denke nicht, dass es da irgendwas Brauchbares gibt. Was wir jetzt komplett vermissen werden. Hier ein Schrank. Sonst ist hier nichts. Nur ein bisschen Schrott. Gut. Das nervige Vieh. Oh Gott. Mann, ich komme nicht wirklich voran. 80 Meter. Ich höre es so hier direkt. Macht irgendwelche komischen Geräusche. 50 Meter die Richtung. Was war das für ein Geräusch gerade? Ich musste auch noch rechts um die Ecke rum. Oh oh. Gut, dass es taub ist. Ich knall hier die Schranktür jedes Mal so zu. 20 Meter, steht direkt vor der Tür. Okay, steht direkt im Zimmer.
S und Rechtsklick, S und Rechtsklick. S und Rechtsklick, ich bin nicht hier. Ich hab keine Luft mehr. Ich hab keine Luft mehr. Ich hab keine Luft mehr. Ich hab so früh Rechtsklick gedrückt. Ich muss es noch lernen einzuschätzen, wann am besten die Luft einhält und wann nicht. Ach. Egal, ich bin sowieso in die falsche Richtung gelaufen, glaube ich. Wir hätten genau andersrum gemusst, um da hinzukommen. Gut, ich klettere hier nochmal kurz die lange Leiter hoch und dann sehen wir uns oben wieder. So, und wieder runter hier. Da sind wir. Was? Ich bin so tot. Hallo. Ja, ich wollte gerade sagen. Wieso war es denn auf einmal neben mir? Wo kam das her? Ist einfach aus der Decke gefallen. Ach Mann. Okay, wir sehen uns gleich wieder oben. So, mal sehen, würde ich zwar mehr Glück haben. Das hätten wir, glaube ich, gerade gesehen. Ja, da ist es gerade rausgekommen, letztes Mal. Tür geht zu. Es ist weiter weg. Jetzt mal looten. Rechts von mir rum. Gehen wir links rum. Ich meine, beim ersten Mal sind wir auch links rum gegangen und da war der Raum. Genau, hier war der Raum im Terminal. Ich höre es direkt von mir. Oder? Ne, 60 Meter war das weg. Klang, als wäre es direkt neben mir gewesen. 30 Meter. 20. Es ist direkt vor der Tür, glaube ich, oder? Ja. Zurücklehnen, Rechtsklick. Ich habe beides gedrückt. Geh einfach weg, du sabberndes Ding. Ich habe hier gleich keine Luft mehr. Okay. Hast du perfekt angefangen, oder nicht? Mein Gott. Stelle ich mich einfach zu dumm an, oder ist es normal, dass man da so oft stirbt? Naja, was soll ich sagen? Wir sehen uns gleich wieder oben. So, und wir sind wieder hier. Mal wieder. Mal looten. Das ist wieder hier irgendwo rechts im Rumlaufen. Vorne war es gerade bei der Tür. Es geht wieder rechts rum, okay. Dann gehen wir wieder links rum. Zum Raum. So, hier rein. Dann gehen wir einfach direkt mal zum Kartentisch. Und dann hier an den Terminal ran. Wir warten nur kurz, bis die Tür zugeht. So. Jetzt gehen wir ran. Ich hoffe einfach mal, dass wir hier drin unverwundbar sind. Oder keine Ahnung, die Außenwelt irgendwie anhält oder so. Gelesen haben wir das ja schon alles. Wir müssen nur hier diesen Bericht anhören, glaube ich. Ich denke, der ist doch irrelevant. Hier Lingard. Aber ich glaube, es gibt hier mal kurz für die Aufnahme. Okay, so. Mein Gott. Jetzt kriegen wir nämlich die Ziel aktualisiert. Suchen Sie in den Operationssaal nach einem Medikit. Das machen wir nochmal. Wo ist der? Oh, der ist auf jeden Fall ziemlich weit weg. Dann gehen wir am besten. Rechts rum wahrscheinlich, ne? Aber rechts rum war das Feuer. Ich denke mal, da können wir nicht durchlaufen. Ach, dieses blöde Alien. Muss man hinten runter verstecken? Ja, sehr gut. Ich glaube, sich hier zu verstecken macht mehr Sinn. Aber es haut doch gerade ab. So, nicht erschrecken. Das hier. 60 Meter. Ich höre es rechts und oder? Wo war der Schrank? Wo war der Schrank hinten? Nee. Nirgends zu sehen. Gab es irgendwas Wichtiges? Ich glaube nicht. Einfach mal weiter gucken. Hier ist nichts zu sehen, es läuft weg, okay. Es läuft vielleicht auch nicht weg. Da rein, da rein, da rein. Gott. Egal. Nutzen wir die Zeit, gucken auf die Karte. Ich vermute mal, dass wir hier links rum können, ne? Also hier durch die Tür raus, dann direkt links. Dann geht's hier weiter. Hoffe ich zumindest mal. Das heißt, wir sind kurz zu unserem Ziel.
Allerdings ist das Alien auch links von uns 50 Meter. So muss es immer im Weg stehen. 30 Meter. Es entfernt sich. Es kommt dichter. Toll. Es kommt immer dichter und immer dichter. Bitte komm einfach nicht hier rein. Geh weiter. Geh an die Tür vorbei. Natürlich. So, zurücklehnen, aber noch nicht Luft anhalten. Erst Luft anhalten, sobald ich unten irgendwas aufblitzen sehe. Okay, hab's sofort gedrückt. Das war perfekt. Das war Frame genau. Wenn ich es jetzt nicht schaffe, dann ist es absolut unfair. Okay. Mein Gott. Mir geht's nicht gut. Ich habe irgendwie zu lange die Luft angehalten, aber wir sind immerhin nicht tot. Wie ist denn so schnell 100 Meter weggekommen? Ich habe irgendwie knisternde Augen. Hier ist eine Sackgasse. Ich muss doch hier laufen. Natürlich ist hier eine Sackgasse. Wo ist hier eine Sackgasse? Wo muss ich? Was war für ein Geräusch? Wo muss ich hin? Hier? Da ist ein Schrank. Er ist aus dem Schrank. Gut. Was da sagt? Gar nichts. Nutzen die Zeit und gucken mal hier hin. Schlüsselkarte. Bitten Sie die Schlüsselkarte. Hier vielleicht? Na, wäre auch zu einfach. Nutze ich wieder. Gut. Wir nutzen die Zeit und gucken mal. Okay, ich habe keinen Plan, wo ich hin muss. Hier können wir mal hingucken. Da scheint es noch irgendwie weiterzugehen. Mit Sicherheit. Also einfach durch die Tür raus. Nächster Raum links. Wo natürlich das Alien ist. Wo auch sonst. 30 Meter. Ja, wir warten hier kurz. 15 Meter. Das ist direkt über uns, neben uns. Ah, hallo. Schön, dich wieder zu sehen. Ganz unmöglich, dass wir hier sind. Geh einfach weiter. Ich höre es aber, glaube ich, noch atmen. Ja. Ja, so ist gut. Mach einen Abgang. Und rechts rum, perfekt. 40, 50, sollte reichen. Links, links. Es kommt zurück. Ne, jetzt ist es 80 Meter weg. Oh mein Gott. Laufen, laufen, laufen. Links und nochmal links. Da haben wir was. Speicherpunkt. Ja. Oh. Komm, 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 bitte. Sehr gut. Gut, mal sehen, was liegt hier. Was ist das? Übungsgut benötigt. Wir haben ein Loch in der Decke. Natürlich haben wir ein Loch in der Decke. Das kann auch von oben kommen. Mal checken. Ich sehe es nicht. Dann ran ans Terminal, auch wenn ich es laufen höre. Wir haben gerade gespeichert und sind somit sicher. Die Colonial Marshall-Richtlinien. Dr. Morley, es interessiert mich nicht, was Sie meinen, unternehmen zu müssen. Verschwinden Sie aus San Cristobal, sofort. Sie wissen, was wir da drin aufgebaut haben. Oh nein, ich bin tot, oder? Hello. Ach du Scheiße. Alter. Dieses Mistvieh. Das will ich mal mehr lesen. Aber jetzt wissen wir immerhin, wir sind da drin nicht sicher. Naja, dann nochmal. Gut, dass wir immer respawnen können. Sie wissen, was wir da drin aufgebaut haben. Und es tut mir wirklich leid, was das für die unverlegbaren Patienten dort bedeutet. Aber es geht nicht anders. Dies ist die letzte Warnung. Marshall Waits. Neuigkeiten und Codes. Oh, neuer Code. 2505. Morley, Sie müssen aus der Krankenstation raus. Wir haben Lager im Habitatenturm aufgeschlagen. Die Menschen kämpfen um Vorräte. Es kommen mehr Verletzte zu uns, als dass wir Medikamente haben, sie zu versorgen. Und mein Team ist, um es milde auszudrücken, sehr erschöpft. Ich weiß nicht, wie sie die Abregelung aufheben wollen, aber falls sie den Zugang zur San Cristobal Hauptstation brauchen, der Code lautet 2505. 2505, okay.
beigeben. Die San Cristobal Krankenstation wurde bis aufs Weiteres von den Colony Marshals abgeriegelt. Sevastopols Pflegeteam hat auf der Station verteilte Feldlazarette aufgebaut, um die derzeitige Krise zu bewältigen. Standorte folgen. Zweiter Datei ist fehlerhaft. Können Sie eine Audiodatei anhören? Dr. Lingard, hier spricht Ranson. Wie geht das weiter, wenn ich rausgehe? Okay, ich bin tot, oder? Raus. Okay. Du ekelhaftes Vieh. Wo hast du überhaupt diesen Knochen her? Ich habe eh genügend andere Freunde. Einige sogar mit Dienstabzeichen. Alles für die Information. Das Gute ist, dass hier der Speicherpunkt direkt um die Ecke ist. Gut, nochmal ran. So, komm. Einmal den Code lesen, falls wir es müssen für die Story. Wo war der nochmal? Da. 2505. Na, nochmal ran. Was war nochmal ganz unten? Zubehör. Warnung, Feuer im sekundären Gasnetzwerk registriert. Haben wir gemerkt. Notventilabschaltung wird eingeleitet. Umgehend Sevastopol Wartungsteam kontaktieren. Okay, Audio anhören, raus. Raus. Erinnern Sie sich an mich? Ihr netter und großer Chef. Okay. Hören wir das kurz an. Sie rufen die an. Sind wir etwa keine Freunde mehr? Naja, wir sind beide sehr beschäftigt und ich habe eh genügend andere Freunde. Einige sogar mit Dienstabzeichen. Einer von ihnen hat mir mitgeteilt, dass sie Marshall Waits bezüglich eines, wie soll ich sagen, interessanten Fundes angerufen haben. Ich will dabei sein. Keine Widerrede. Ich meine, wie viel weiß Waits wirklich über sie? Nicht so viel wie ihr alter Freund hier. Und ich könnte wetten, dass er eher weniger Verständnis für Schwarzmarkt-Sanitätsartikel hat. Bis bald dann, Doc. Das Ding ist direkt neben mir. Rechts der Mauszeiger ist bereit. Es ist schon gedrückt. Oh Gott. Aber wieder perfektes Timing. Eigentlich müssen wir es überleben. Ich hoffe so sehr, dass ich am Ende noch platt machen darf. Was? Egal, wir haben jetzt alles angehört. Und müssen es nicht nochmal machen. Wer hat es nicht bitte bemerkt? Und wenn es Verdacht hat, dass jemand im Schrank ist, wo macht sich einfach gleich den Schrank kaputt? Zugangscode benötigt. Ach, ist das hier der Zugangscode, den wir gefunden haben? Nee, eigentlich nicht, oder? Gucken wir ihn nochmal an. 2505. Den Rest brauchen wir eigentlich nicht. Doch ist er. Einmal kurz checken. Entfernt sich 2505. Okay. Was ist drinne? Ist es immer noch weg? Was ist da? Komm nicht ran. Es kommt schnell dichter. Rein da. Es ist direkt im Nebenraum. Da läuft es. Ab in den Lüftungsschacht mit dem Vieh. Und... ich würde es nicht wegnehmen. Vor allem, weil wir hier auch einen Lüftungsschacht haben. Witzig. Okay, das ist links immer wieder rausgekommen. Okay, es kommt wieder, oder? Ich lehne mich schon mal ganz entspannt zurück. Rechte Maus, hast du bereit? Jo, habe ich. Geh weg. Oder machst du einfach gleich kaputt, die Schranktür. So, nicht loslassen. Jetzt loslassen. Es geht. Raus hier. Was haben wir da jetzt? Schlüsselkarte. Wo ist der Hitbox? Wo ist die Hitbox da? Wir speichern das einmal alles. Bin schon unterwegs. Hoffen wir's. Okay. Und tschüss. Hast du gesehen? Ja, ne? Ich glaube ja. Wenn es das nicht gesteckt hat, dann ist es ziemlich dumm. Anscheinend hat es sich gesteckt. 90 Meter. Schlüsselkarte für was haben wir jetzt gekriegt? Da oben? Ne, hier, ne? Ich glaube, da können wir jetzt durch. Wir probieren es einfach mal. Wir gucken aber noch ganz kurz einmal hier links rein. Hat sich nicht gelohnt. Hier ist eine Sackgasse. Das Alien ist direkt rechts von uns. 40 Meter, da ist es. Ach, guck hier bitte einfach nicht rein. Jetzt bin ich eigentlich fast tot.
ich Luft angehalten habe? Zu lange oder wie? Gucke nicht rein, gucke nicht rein. Jetzt habe ich gesehen. Oh, ja. Irgendwann kriege ich dich noch. Dieses kleine Rattenvieh. Egal, wir haben mit der Schlüsselkarte gespeichert. Und wissen jetzt, dass unsere Sackgasse. So, direkt. Durchsprinten. Schlüsselkarte und rein da. Komm. Okay. Was heißt? Raus. Wo? Hier ist alles in eines Bild. Ach Mann, das kannst du nicht ausdenken. Wie ist denn schon reingekommen hier? Ist es weg? Sieht so aus. Okay, keine Ahnung, wo ich hin muss. Ich habe gerade auch nicht aufgepasst, was sie gesagt hat. Suchen. Wolfer Munition, 2 Schuss. 50 Meter. Hier sind wieder 100 Türen. Okay, Schreibs auf Verstecken hinter uns. Ich höre Stimme, oder? Wann höre ich das Alien? Oh Gott. Bitte guck mich hier rein. Ist hier unter? Hier war sie unter, oder? Ja. Es kommt zurück, scheiße. Oh. Das sieht nicht gut aus, hört sich nicht gut an. Beides. Wo ist es? Ist es weg? 40 Meter. Ja, geh weg. Mach einen Abgang. Oh. Hat es mich bemerkt? Nee, ne? Es kommt wieder zurück. Kein gutes Zeichen. So, ist gut. Mach einen Abgang. Wir gucken auf die Karte. Wir müssen dahin. Fast da. Das Alien ist auch wieder da. 40 Meter. Es geht links rum. Das ist schon mal sehr gut. Wir gucken mal vorsichtig raus. Ich glaube, das ist noch direkt da, oder? Risiko. Hier ist zu. Das ist nicht ernsthaft zu. Oder? Komm ich da rechts ran? Nee. Hier ist zu. Bitte. Ich höre es doch hier dicht wieder. Gut. Wir verstecken uns hier. Machen einen kurzen Plan. So, wo sind wir? Das ist ganz so anders, als ich dachte. Okay, wir gehen hier raus und dann rechts rum. Es entfernt sich gerade. Ich sehe es nicht. Rechts rum. Kartentisch, sehr stark. Sehe es immer noch nicht. Ist ein Schrank, kurze Information. Einmal kurz reingehen. Okay. Mal sehen, was hat uns der Kartentisch gezeigt? Ein Speicherpunkt zufälligerweise? Nee. Und gerade dann Notaufnahme. Ich würde ja schon gerne lesen, aber ich habe ein bisschen Angst. Mal sehen. Ein Revolverschuss. Hier haben wir nichts drin. Hier könnte man sich theoretisch verstecken. Wir müssen nur genau hinhören. Es kommt. Da ist es. Es kommt ein bisschen dichter. Ach Mann. Ich glaube, jetzt traue ich mich nicht hier. Okay, ist weg. Jetzt schnell. Menschliche Note. Das ist eine formelle Beschwerde an die Krankenstation. Ich möchte nicht von einem Androiden behandelt werden, egal welcher. Ich bin ein leitender Angestellter von Sixens, beträchtlichen finanziellen Anteil an Sevastopol. Ich erwarte eine angemessene Behandlung, und zwar ausschließlich von Menschen. Dienstplan. Ja, uninteressant. Behandelnde Ärzte. Uninteressant. Behandelte Ärzte. Doku. Verdacht auf Hirnschaden. Den kriege ich auch, wenn es hier so weitergeht.
Eine Audiodatei. Komm, abspielen. Ich hab's nicht geschafft, ne? Ich trottel. Komm. Audio. Abspielen. Fehler, okay. Erstmal anhören. Was die Patientin eingeschleppt hat. Ich habe Ihnen gesagt, dass es schnell war, aber Sie scheinen überzeugt, dass Sie es einfangen können. Sie haben Netze. Ich werde draußen ein vorübergehendes Krankenzentrum aufbauen. Sie haben vorübergehend das Kommando. Lassen Sie Kuhlmann nicht rein, was er auch sagt. Das Letzte, was wir brauchen, ist, dass er sich in Gegenwart von Marshall Waits medizinisch selbst versorgt. Okay. Also Kuhlmann ist der Typ, mit dem wir runtergekommen sind. Und der scheint anscheinend die Stimulantien alle selbst zu verbrauchen. Bei letzter Folge hat sich jemand beschwert, dass die Stimulantien alle weg sind. Die Frage ist nur, ob die Patientin, von der die Rede ist, unsere Mutter ist. Ich höre es doch hier schon wieder, ne? Keine Ahnung. Einfach weiter gucken erstmal. Alles voll. Wir müssen mal wieder ein paar Sachen herstellen, glaube ich. Verschwenden haufenweise Ressourcen. Machen wir beim nächsten Speicherpunkt. Wenn ich dran denke. Gesperrt. Kartentisch. Wir brauchen auch einen Schrank noch. Wo ist ein Schrank zu verstecken? Hier. Niemand zu sehen. Operationsraum, oder? Stand das da gerade? Wo müssen wir doch hin? Kannst du sehen? Samuel, was war das? Achso. Ich habe die Medikamente. Das war wir sind in der Transitstation beim Empfang der Krankenstation. Rupi, wir haben Schüsse gehört. Scheiße. Wenn wir die gehört haben, dann hat die Kreatur das auch. Ja, keine Sorge, die Kreatur ist hier. Sie ist weg. Oh, ja. Den Tod bin ich auch schon gestorben. Fühlt sich nicht gut an. Ist kein Versteck. Ich hoffe mal, es kann hier nicht reinkommen. Terminal zugreifen. Autopsiebericht. Name Catherine, Alter 39. Oh, Besatzung der Anisidora, das Schiff unserer Mutter, oder? Steht irgendwas Interessantes noch? Nein, bitte nicht. Ich kann mich nicht bewegen. Hä? Was war das denn? War es hinter mir? Als ich die Musik gehört habe, sofort kugelspammt, aber ich konnte nicht raus. Jetzt hänge ich hier. Er hat keine Versteckmöglichkeit. Wenn sie reinkommt, war es wahrscheinlich. Es geht. Es geht nicht. Es geht. Es geht nicht. Habe ich immer das Ding ausgerüstet, gib mir den Revolver. Oh nein. Bitte guck nicht um die Ecke. Nach unten. Okay. Jetzt ist immerhin, es kommt hier rein. Ich hasse dieses Vieh. Jetzt müssen wir doch wieder hinlaufen. Oh, Junge. Hier sind wir. Okay, ich glaube, ich habe den Weg noch einigermaßen im Kopf, aber trotzdem. Das ist ultra nervig. Genauso wie das hier. Das hat mich nicht bemerkt, ne? Sieht nicht so aus. Ne, es geht weg. Es ist im Lüftungsschacht und läuft nach links. Wir nach rechts. Hier ist alles im Eimer, Samuel. Ach, das hat sie vorhin gesagt, okay. Gut, die Frage ist, haben wir irgendwelche Informationen und Sachen mitgenommen, die wir nochmal holen müssen? Ich hoffe mal nicht. Oh. Kurzer Ausschlag. Dichter, wir verstecken uns mal. Runter bitte. Danke. Es sind zwei? Es sind drei? Was? Hä? Ja.
kurz sind drei Alien, aber... Lebt anscheinend noch jemand. Also lebte bis gerade irgendwie zumindest. Hier redet doch jemand. Hä? Okay, bitte tot. Hätte ich dich retten können? Ich glaube nicht, oder? What? Boah. Ich bin noch nicht so weit. Ich habe so Lust, in den Knie zu stechen damit. Das hat mich schon in den Fingern gekitzelt, muss ich ehrlich sagen. Moin. Ach komm, ich hätte zustechen sollen. Hätte sich wenigstens gelohnt. Ach Mann. Nächstes Mal bohrt sich die Kniescheibe weg. Was waren das für Leute? Woher kamen die auf einmal? Wieso habe ich die beim letzten Mal gar nicht gesehen? Naja, und nochmal da rein. Man kennt's ja nicht anders. Da ist jemand. Ist der nett? Schnell daher. Ja, ich bin's. Achtung, da ist jemand. Das Alien kommt. Halt's wohl! Als wenn du jetzt gegen mich kämpfst, wäre der Typ, der da ist. Ach. Hallo. Das kannst du dir echt nicht ausdenken. Wieso greift er mich an? Wieso greift er mich an, wenn ein Alien rumläuft? Mann. Okay, die sind nicht freundlich. Also brauche ich auch nicht mal mehr helfen. Gut, Versuch Nummer. Keine Ahnung, 3, 4. Hier ist alles im Eimer, Sam. Geh mal links rum, hier ist ein Kartentisch. Links, rechts. Könnten auch Menschen sein, halt. Wenn hier Menschen rumlaufen, sollte ich wahrscheinlich einen Revolver benutzen. Oh mein Gott. Okay, es hat mich nicht bemerkt. Hier ist wieder der Operationsraum. Das eine ist aber direkt auf der anderen Seite. Nee, es geht. So, wir gucken hier schnell einmal durch. Einmal kurz überfliegen. Das haben wir gelesen, mehr oder weniger. Freigabe. Das hören wir uns kurz an. Da, ja, komm. Hier unten in San Cristobal ist was passiert. Sperren Sie alles ab, damit niemand den Tatort stört, bis Garcia mit der Spurensicherung kommt. Das bleibt vorerst unter uns. Absolute Verschwiegenheit. Keine Panik ausbrechen. Was, wenn ich rausfinde, wer das an Ransom weitergegeben hat, wird er nicht seine Scheißdienstmarke zu fressen geben. Er taucht auf. Zur Hälfte zugehört, damit die Musik und die Geräusche viel zu viel abgelenkt haben. Und das Alien ist direkt vor der Tür. Wo soll es auch sonst sein? Es ist weg, aber ich kriege auch wieder mehrere Signale. Und das Alien hat hier noch genug Futter? Wir schnappen uns dieses Medikit. Ich habe die Medikamente. Wir sind an der Transitstation. Und ist das hier? Okay, wir haben Schüsse gehört. Wir müssen jetzt wohin? Ich habe keine Ahnung. Zum Transit wieder, aber wie kommen wir da hin? Wir versuchen mal hier rauszugehen und dann rechts rum weiter. Vielleicht können wir da noch hin. Ansonsten müssen wir die Treppe wieder hoch, denke ich. Da müssen wir lang, wo der Punkt ist, so ungefähr. Der Punkt kommt näher. Mach die Tür auf. Die Musik lässt nichts Gutes vermuten. Hier noch? Ja. Ich höre sie knuspern. Scheiße, hoffe, ich das Piep nicht gehört. Ja, geh schön weiter. Okay, es ist da und ich glaube, es ist nach links abgebogen. Dann gehen wir rechts raus. Wir gehen nirgendwo hin. Wir gehen nirgendwo hin. Geh einfach weiter. Du bist hier gerade drinnen gewesen. Kein Grund, nochmal reinzugucken. Da sieht man seinen Kopf. Natürlich kommt sie nochmal rein.
Der Revolver bringt mir sowieso nichts. 36 Meter steht noch direkt vor der Tür. Mach bitte einen Abgang. Ja, es läuft. Aber allerdings dahin, wo ich auch lang möchte. Ist das Viech nervig. Es war doch da lang, wo ich lang muss, ne? Nee, rechts. Da lang muss ich. Ja, es geht da lang. Gehen wir hier lang. Schön ruhig. Da ist ein Kartentisch. Sehr wichtig. Ich zeig dir jetzt an, wo die Transitstation ist. Ja, Stromanlage. Ambulante Anlage. Mein Gott. Ich kann schon nicht mehr richtig sprechen hier. Das Schlimmste ist einfach, dass man Angst hat zu sterben, damit man den ganzen Fortschritt verliert. Ich sag nicht, dass über mir irgendwo ein Loch ist. Nee. Sieht mich das doch, oder? Geh weg, ja? Sehr gut. Links rum. Geh mal in den Plant Room, keine Ahnung, was das ist. Weil sieht das doch ganz nett aus. Speicherpunkt? Ja. Ripley, Ihr Weg nach draußen durch die Rezeption der Krankenstation ist blockiert. Um den Ausgang zu öffnen, müssen Sie die Evakuierungsverfahren der Station auslösen. Okay. Machen wir gleich. Aber ich würde sagen, wir speichern erstmal. Okay, aber ich glaube, ist auch ein guter Punkt, oder? Zum Beenden der Folge. Sind schon wieder über eine Stunde dabei. Ob ihr unser Ziel erreicht, das Medikit zu finden. Ja. Dann versuchen wir nächste Folge hier irgendwie die Stromanlage an- und auszuschalten oder was auch immer. Und kommen dann hoffentlich runter. Das Vieh macht mich fertig. Ja, ich hoffe mal, euch hat die Folge gefallen. Ich sag vielen Dank fürs Zuschauen und bis zur nächsten. Wer guckt da? Guckt doch jemand, oder? Das war noch eingefrorene Roboter. Ich höre es hier noch. Oh Mann. 20 Meter. Ich will schon die Folge beenden. Komm, hau ab. Okay, ich glaube, wir sind sicher. Ciao, ciao.